Kunst kaufen? 10 goldene Regeln für kluge Investitionen. Hallo zusammen, hier ist Joachim. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute tauchen wir ein in die Welt der Kunst als alternative Anlagemöglichkeit. Wir erkunden die Gründe, warum ihr Kunst in euer Portfolio aufnehmen solltet. Ich weiß, was ihr jetzt vielleicht denkt, Kunst, ist das nicht nur was für Museen und Milliardäre? Dieses Vorurteil räumen wir heute aus dem Weg. Egal, ob ihr erfahrene Sammler seid oder gerade erst anfangt, diese 10 goldenen Regeln rüsten euch mit dem Wissen und den Strategien aus, um fundierte Entscheidungen auf dem Kunstmarkt zu treffen. Also schnappt euch eure Notizbücher, macht euch bereit, ein paar Notizen zu machen und los geht's. Stellt euch Kunst als eine langfristige Investitionsstrategie vor, die am besten für diejenigen geeignet ist, die Geduld haben. Denkt an einen guten Tropfen Spätburgunder, der wird mit der Zeit auch immer besser. Bevor ihr loslegt, legt euer Budget fest, einen Betrag, mit dem ihr euch wohlfühlt zu investieren. Überlegt euch, wie viel ihr bereit seid auszugeben, wie bei einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Setzt euch ein Limit. Denkt daran, Kunst braucht Pflege. Berücksichtigt die Kosten für Lagerung, Versicherung und mögliche Restaurierungen. Es ist wie mit einem Oldtimer. Man muss ihn hegen und pflegen. Kapitel 4. Taucht ein in die Kunstwelt. Besucht Galerien, sprecht mit Experten und bekommt ein Gefühl für den Markt. Flaniert durch die Auguststraße, besucht die Galerien in Mitte. Lasst euch inspirieren. Kapitel 5. Erkundet Online-Plattformen wie Artnet und Artsy, um Kunstmarkttrends und Preise zu verstehen. Es ist wie bei eBay Kleinanzeigen für Kunst, aber etwas gehobener. Kapitel 6. Fokussiert eure Suche. Spezialisiert euch auf eine bestimmte Kunstrichtung, Epoche oder einen Künstler, der euch anspricht. Wie beim Fußball, werdet Fan von einem Verein, lernt alles darüber. Kapitel 7. Wertbestimmung. Recherchiert die Geschichte eines Kunstwerks, seine Herkunft, Provenienz und frühere Verkaufszahlen, um seinen Wert zu verstehen. Wenn ihr euch mit diesen Aspekten befasst, könnt ihr ein umfassendes Verständnis dafür gewinnen, was ein Kunstwerk wertvoll macht. Kunstbewertung und Kunstauthentifizierung sind Schlüsselprozesse zur Bestimmung des Werts eines Kunstwerks. Denkt an die Bares für Rares Experten, die wissen, was wertvoll ist. Kapitel 8. Professionelle Begutachtung. Bevor ihr einen bedeutenden Kauf tätigt, lasst euch ein professionelles Gutachten erstellen, um die Echtheit des Kunstwerks zu bestätigen. Wie beim TÜV, Sicherheit geht vor. Kapitel 9. Erwerbsmöglichkeiten. Ihr könnt Kunst direkt kaufen oder Bruchteilsbeteiligungsplattformen für erschwinglichere Investitionsmöglichkeiten erkunden. Wie beim Aktienkauf, man kann auch kleine Anteile erwerben. Kapitel 10. Originale versus Drucke. Während Originale das höchste Renditepotenzial bieten, können hochwertige Drucke ein günstigerer Einstieg sein. Wie beim Fußballtrikot, das Original vom Spieler ist mehr wert als ein Druck aus dem Fanshop. So, das waren sie, 10 goldene Regeln, die euch durch die spannende Welt der Kunstinvestitionen führen. Denkt daran, in Kunst zu investieren ist eine Reise. Nehmt euch Zeit, recherchiert und vor allem investiert in Kunst, mit der ihr euch emotional verbunden fühlt. Es geht nicht nur um potenzielle Renditen, es geht darum, ein Stück Geschichte, ein Stück Kultur, ein Stück Schönheit zu besitzen, das euch anspricht. Nun bin ich gespannt, von euch zu hören. Was haltet ihr von Kunst als Investition? Lasst es mich in den Kommentaren unten wissen. Und wie immer, danke fürs Zuschauen. Tschüss.